Ein auf der Plattform YouTube eingestelltes Video zeigt iranische Sicherheitskräfte, die mit Tränengas gegen Demonstranten vorgehen. Diese drückten mit der unerlaubten Demonstration ihre Unterstützung für die Vorgänge in Tunesien und Ägypten aus. US-Außenministerin Hillary Clinton unterstützt die demokratischen Proteste im Iran. Was gerade im Iran passiert, zeugt vom Mut des iranischen Volkes und macht die Scheinheiligkeit des iranischen Regimes offensichtlich. Ein Regime, das in den letzten 3 Wochen begrüßt hat, was in Ägypten passiert. Aber jetzt, wo es die Gelegenheit hat, seinen Bürgern die gleichen Rechte einzuräumen, die es für das ägyptische Volk gefordert hat, zeigt es einmal mehr seine wahre Natur. Die Demonstration kann als Test der reformistischen Opposition verstanden werden, die seit Dezember 2009 nicht mehr auf die Straße ging. Damals kamen 8 Menschen ums Leben.